Moin Moin, 10. Dezember heute 2017, hat gerade was ein bisschen geschneit, denke ich, gehe ich mal mit dem Hund, mit der Lena so ein bisschen spazieren und naja, hat gerade ein bisschen geschneit, ist jetzt gerade mal so kurz nach 12, glaube ich, 2 Stunden geschneit und jetzt ist es übergegangen in Regen, das heißt diese ganze schöne weiße Pracht oder wie auch immer, wird nicht lange vorhalten, aber Lena fand das so amüsant zu Hause mit dem Schnee. Die rannte in den Garten und ist da wie toll rumgetollt und da dachte ich, ja, dann kann ich ja mit ihr ein bisschen spazieren gehen. Wenn sie so viel Spaß im Schnee hat. Seht ihr sie da vorne? Da läuft sie bei der Baustelle da. Und mal sehen, dass sie sich ein bisschen amüsiert, weil sonst kann man in diesem Wetter nicht viel machen. Naja, jetzt ist halt angefangen zu regnen und dann werde ich wohl heute Nachmittag noch ein bisschen meine englische Buchlesung von Martin Luther weiterführen und ansonsten erzähle ich gleich ein bisschen weiter, wenn die Autos hier weg sind. Das ist ja furchtbar mit dem Lärm. Bis gleich. Ja, da läuft die verrückte Kleine. Ne? Spielt, amüsiert sich, ganz alleine. Ich gehe ja nur ganz normal spazieren und probiere inzwischen nicht auf den Arsch zu fallen, weil das ja ziemlich glatt ist. Und natürlich habe ich nicht sowas wie Winterschuhe oder sowas. Komme sonst bei so einem Wetter gar nicht raus. Naja, meine Mutter muss sich natürlich zu Hause lassen. Da kann ich ja mit der heute nicht im Rollstuhl die spazieren schieben bei diesem Wetter. Ui, jetzt habe ich fast auf die Schnauze gelegt hier. Naja, so sieht das hier in Belgien halt aus, wenn es mal kurz geschneit hat. Bin nur froh, dass ich heute nicht Autobahn fahren muss. Letzte Woche, wann war das? Am Donnerstag oder am Freitag, ich weiß nicht mehr. Ich war noch auf Weinprobe und hörte im Radio 450 Kilometer Stau in Belgien, weil es regnet. Die Belgier können nicht fahren, wenn es regnet. Lass stehen, also schon mal gar nicht, wenn es schneit. Ja. Also heute mit dem Auto unterwegs zu sein, ist eine reine Tortur. Das sind alles in der Hinsicht komplette, naja, muss aufpassen, was ich sage. Man muss es ja christlich halten, aber die Leute hier in Belgien haben im Allgemeinen ihren Führerschein mehr gewonnen, als dass sie ihn erworben haben durch Fahrkünste. Ausnahmen bestätigen die Regel. Eine Ausnahme, die ich kenne, ist zum Beispiel mein Sohn und mein Freund Tom, Hobby Tom. Der kann fahren, mein Sohn kann fahren, aber sonst kann man die an einer Hand abzählen. Na jedenfalls, die Lena tollt da wieder rum, die ist schon um die Ecke, ne? Guck mal, da oben steht sie jetzt. Da ist sie. Ja, schöne Gerüche alles, ne? Obwohl das geschneit hat. Ne, Lena? Ja. Und wir machen halt unseren kleinen Spaziergang von einer guten Stunde hier. Und heute Nachmittag mache ich dann die 15. Lesung in dem Buch von Martin Luther gegen das Papsttum von der Antike, was ich ja in Deutsch im Oktober hochgeladen habe. Bin ich im Augenblick ja noch beschäftigt, in Englisch hochzuladen. Habe ich auch noch nicht ganz durchgelesen. Mir fehlen noch, ich glaube, 40 oder 50 Seiten, aber spielt ja keine Rolle. Das kommt dann. Und bei den deutschen Videos habe ich umgeschaltet auf alle Wege führen nach Rom, die letzten Kapitel hochzuladen. Und da fällt mir wirklich auf, traurigerweise, dass die Klicks viel weniger sind als früher. Und auch die Kommentare viel weniger sind. Aber ich kann ja nur sagen, selbst wenn es nur einer guckt und versteht, dann ist das ja schon gut genug. Schade für die ganze Arbeit, die man sich damit macht. Aber deswegen werden meine nächste Buchlesung auch weniger wahnsinnig gute Videos beinhalten. Da kommt es halt auf den gesprochenen Inhalt drauf an, wie bisher im Grunde auch. Und nicht auf den gezeigten Inhalt. Also heute ist der 10. Dezember, Sonntag. Und nächste Woche am Samstag werde ich den letzten Teil hochladen von Alle Wege führen nach Rom in Deutsch. Und ab der Woche drauf fange ich dann an, das Buch hochzuladen, das ich gelesen habe. Die verborgene Geschichte der Jesuiten. Da sind ja die ersten 2 Videos bereits schon raus. Da könnt ihr ja ruhig mal schauen. Das ist ja eine Spielliste.
mit den ersten zwei Videos. Und da werde ich dann den Rest hochladen und in der Zwischenzeit in Deutsch mich mit dem nächsten beschäftigen, das ich mir vorgenommen habe. Das ist die Geschichte der Inquisition im Mittelalter von Henry Charles Lear. Da hatte ich ja schon von gesprochen. Da habe ich die ersten 71 Seiten gelesen im ersten Band. Drei Bände von in total rund 1800 Seiten. Das ist also eine Mammutaufgabe. Und ich werde dann auch, weil mir das ein Bruder in Christus zugeschickt hat, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wer das ist, ist auch egal, die wollen ja sowieso nicht, dass man ihren Namen nennt, das ist ja auch in Ordnung. Aber ich habe von einem in Deutschland das PDF zugeschickt bekommen von Ralph Woodrow, wo ich das Englische gelesen habe, Babylon Mystery Religion, das ist die Kurzversion von Babylon nach Rom von Alexander Hislop, was ihr ja von meinem Kanal kennt. Und das gibt's auch in Deutsch. Und das PDF hat er mir geschickt und das werde ich dann wohl auch lesen. Aber da werde ich auch meinen zweiten Kanal mit einbeziehen. Jugglers War und Disinfo. Der Link ist in der Beschreibungsbox unter diesem Video. Da könnt ihr dann gerne mal hingehen und dann könnt ihr euch das gerne mal anschauen und dann könnt ihr euch auch auf den Kanal abonnieren und auf die Art und Weise dann auch diese Lesungen folgen. So, jetzt haben sie hier endlich die Brücke ganz abgerissen und ich komme hier gar nicht. Ah doch, das ist eine provisorische Brücke hier. Guck an. Ha. Ja, da komme ich ja rüber. Haben sie endlich die Brücke hier abgerissen, um das zu reparieren. Haben aber zum Glück eine provisorische Brücke gesetzt. So, Holz und Schnee da oben drauf. Matsch, Schnee. Also, wenn ich mich hier nicht auf die Schnauze lege, ist auch schon mal gut. Na, jedenfalls, ja, haben sie hier endlich die Brücke abgerissen. Und werden die dann wohl irgendwann neu machen. Ja, die Leute, die da in dem Haus wohnen, die müssen ja auch irgendwie mit dem Auto da hinkommen. Ne? Die haben natürlich noch die andere Straße hier, aber Straße, das ist ein Matschweg. Ne? Inzwischen staut sich das Wasser hier, geht ja nur durch die paar Rohre da jetzt. Fließt weniger ab. Naja, ist auch wurscht. Im Grunde ist das hier eine schöne Gegend. Zeige euch das halt mal so ein bisschen. Lena amüsiert sich auch, ne? Ja, meine Füße sind inzwischen schon nass. Von dem ganzen Matsch und dem ganzen Wasser. Aber ist ja wurscht. Wenn einem kalt ist und man nach Hause kommt, dann springt man eben mal unter die warme Dusche und dann geht das schon wieder. So, auf jeden Fall dachte ich, ich wollte euch mal ein bisschen was erzählen, was so die nächste Zeit kommt. Also auf meinem YouTube-Kanal Joggler66, wenn das Buch hochgeladen ist von Alle Wege führen nach Rom, dann kommt danach die verborgene Geschichte der Jesuiten. Und die Geschichte der Inquisition im Mittelalter von Henry Charles Lear, was ich aber auch teilweise auf dem zweiten Kanal mit verbreiten werde, weil ich möchte auch noch das Buch Babylon Mystery Religion auf Deutsch von Ralph Woodrow lesen. Und ich möchte das Buch von Griesinger in Angriff nehmen, von, glaube ich, 1866, über die Geschichte der Jesuiten, auch in Deutsch. Das Buch gibt es in Deutsch und Englisch, aber ich werde es zuerst in Deutsch lesen. In Englisch habe ich noch ein paar andere Projekte. Und von daher, dass ihr so ein bisschen wisst, wo es hingeht. Und dass ihr auch mal ein bisschen schauen könnt, wo ich hier wohne. Das wisst ihr ja schon von anderen Videos, wo ich mit Lena gegangen bin. Die ist ja schon da ganz oben weg. Da komme ich gar nicht hinterher. Ich bin gar nicht schnell genug. Ja. Bin ich gar nicht schnell genug hier. Auf diesem verschneiten Pfade hier zu gehen. Ja, hier waren wir ja schon öfter. Den Turm da vorne kennt ihr ja. St. Camillus Institut. Die Kirche daneben. Katholisch natürlich. Ne? Protestantisch kannst du hier in Belgien suchen bis zum Umfallen. Und vor allen Dingen, wenn du sprichst über katholisch, über protestantisch und nicht ökumenisch. Viel Spaß bei der Suche. Naja, jetzt laufen wir hier jedenfalls heute lang auf dem Sonntag. Das Video werde ich nachher hochladen. Gibt ja von gestern knapp über 500 Klicks auf das Video von Alle Wege führen nach Rom, Kapitel 20. Viel mehr werden das wohl auch nicht mehr. Da muss es halt Zeit geben. Ich kann dir nur sagen,
schaut euch an, liest die Bücher selber, liest die Bibel und kommt zu euren eigenen Schlüssen. Und was ich noch loswerden wollte, ja stimmt, das lag mir auch noch ein bisschen auf dem Herzen. Ich habe in der letzten Zeit Kontaktanfragen bekommen von Leuten, wo ich dachte, ja, ist doch ganz in Ordnung. Und selbst wenn nicht ganz in Ordnung ist, dann kann man denen ja mal erklären, was daran nicht in Ordnung ist. Aber die ständig die Autorität der Bibel in Frage stellen, die überhaupt nicht auf demselben Level sind wie ich, ja, wieder runterspringt, süß, ne? Und dann frage ich mich immer, warum kontaktieren die mich über Skype? Was wollen die von mir? Ich sag's euch mal, ganz ehrlich, in diesem Video hier, wer nicht fest in der Bibel steht und wer die Bibel nicht als Basis nimmt für seine Autorität, wenn er spricht, und als Basis für die Autorität seines Gewissens, wer den Herrn nicht als Basis Autorität seines Gewissens nimmt, der muss mich gar nicht kontaktieren. Da habe ich kein Interesse dran. Ich habe Interesse, den Leuten zu helfen, die wirklich Hilfe suchen, die auf der Suche sind, aber nicht die ständig alles aufgrund von ein und zwei Versen in der Bibel in Frage stellen. Das brauche ich nicht. Das braucht niemand. Wenn ihr nicht seriös suchen wollt, bitte. Aber dann müsst ihr auch nicht zu mir kommen und mich um meine Meinung oder Hilfe oder was auch immer fragen. Ich gebe das gerne, sobald man mich wissen lässt, von ich bin wirklich seriös auf der Suche. War ich ja damals auch. Und bevor der Herr mich nicht gefunden hat, war ich ja auch am Rumtollen von rechts nach links. Und ich habe die Bibel aber nie in Frage gestellt. Das sollte man auch nicht tun. Wenn man den Geist hat, wenn man zu den Spöttern und Zweiflern gehört, wie sie in der Bibel beschrieben sind, bitte. Aber dann lasst einen bibelgläubigen Christen und dann sicher noch einen, der so fundamental ist wie ich, damit in Ruhe. Da gibt es nur Streitgespräche von. Und das bringt doch nichts. Das bringt mir nichts, das bringt euch nichts. Das bringt überhaupt nichts. Solche Kontakte lösche ich dann noch spätestens nach 2-3 Tagen. Bringt nichts. Denen nicht und mir nicht. Und wenn sie sich dann irgendwann mal bedenken und nochmal Kontakt aufnehmen, bitte, dann lasse ich sie auch wieder zu. Aber wenn sie mit demselben Quatsch wieder ankommen, dann nicht mehr. Dafür steht unter anderem Buch der Epheser und in anderen Stellen der Bibel deutlich genug geschrieben, was man mit solchen Leuten machen soll. Zeugen Jehovas sollte man zum Beispiel noch nicht mal in sein eigenes Haus lassen. Lest das mal. Da steht natürlich nicht in der Bibel Zeugen Jehovas, aber da steht eben Leute, die mit einem anderen Evangelium kommen. Nee, gebt euch da nicht mit ab. Mixt das Heilige nicht mit dem Profanen, dem Unheiligen. Haltet euch daran und der Heilige Geist wird euch dafür belohnen. Ganz einfach. Na, guck das an hier. Riesenpfützen und alles. Wo kann man hier noch vernünftig lang gehen? Das wird noch ein Spaßweg, bis ich zu Hause bin. Naja. Für den Hund auf jeden Fall, die läuft da vorne vor 20 Metern oder was vor mir ganz ruhig rum und amüsiert sich köstlich. Wenn ich jetzt so anfange, Schneebälle zu schmeißen, dann noch mehr, vor allen Dingen, weil sie die dann gar nicht zurückfindet. Habe ich vorhin im Garten schon gemacht. Aber wir wollen den Hund ja nicht ärgern, ne? Wir wollen Spaß haben miteinander bei so einem Wetter hier. Aber mal sehen, wie viel Spaß ich jetzt habe, wenn ich mich hier gleich auf den Hintern lege und in die Pfütze falle. Das kann ich mir gut vorstellen. Naja. Ist ja nichts Irreparables. So, und ansonsten mache ich das Video jetzt mal, komme ich mal zum Abschluss nach 14 Minuten. Möchte mich zum Schluss gerne nochmal bedanken bei denjenigen, die mich unterstützen, die mich geistig unterstützen, die mich finanziell oder mit anderen Mitteln, soweit sie können, unterstützen. Dafür danke ich recht herzlich. Wie gesagt, ich werde das nicht fragen, aber wenn jemand das an mich heranträgt, dass er mir damit helfen möchte, dann werde ich ihn natürlich auch nicht vom Kopf stoßen, sondern werde das tun. Na, Lena, findest du keinen Stock zum Werfen? Nee? Das sind alles keine Stöcker hier, ne? Such mal, findest du sicher noch was. Wer sucht, der findet. Auch ein Hund, der den Stock sucht, der wird finden. Also, bei den Leuten möchte ich mich gerne bedanken und ich habe jetzt am Montag, also morgen, einen Termin mit einem Kunden von mir, der mir wohl einen neuen Computer bringt, den ich dann wahrscheinlich wohl auch bei mir installieren werde. Danke an die
Brüder, die dafür gespendet haben, dass ich mir das leisten kann. Und wenn ich dann den neuen Computer habe, ja, dann kann ich auch ein paar Projekte qua Video machen, in Angriff nehmen, die ich bis jetzt auf die lange Bank geschoben habe, weil ja eben mein anderer Computer, den ich jetzt habe, mit der Desktop-Kamera ja nicht so vernünftig arbeitet, schon gar nicht in einer ordentlichen Resolution. Und dann kann ich noch ein paar Dinge in Angriff nehmen, die auch ich gerne machen möchte. Also von daher, bleibt schauen bei Joggler66, aber nicht nur. Guckt euch auch andere Kanäle an und dann vergleicht, wo ihr die biblische, ungefilterte Wahrheit bekommt und wo ihr Informationen bekommt, die sich nicht so getreu an das Wort Gottes halten. Ganz einfach. Wenn ihr zu dem Schluss kommt, dass bei mir nicht die reine Wahrheit gesprochen wird, dann braucht ihr auch nicht weiter auf meinen Kanal zu gehen. Aber wenn ihr findet, dass man bei mir Dinge findet, die man bei anderen nicht findet und Dinge findet, die man so bei anderen nicht findet, die ihr aber schätzt, appreciate, die ihr wertschätzt, dann kommt zu meinem Kanal, schaut euch Dinge an, kommentiert drauf, setzt euch mit mir in Verbindung und verteilt diese Videos über Facebook, über Twitter, über was weiß ich, welche sozialen Netzwerke das alles gibt. Ich gebrauche die ja nicht. Aber wenn ihr die gebraucht, macht davon Gebrauch. Verteilt diese Arbeit, weil wer weiß, wie lange uns das Antichristensystem der römisch-katholischen Kirche, die sich selbst Christentum nennt, noch Zugang, freien Zugang zum Internet gewährt. Ist das jetzt auf BitChute, was mir einer da letztens geschickt hat, oder Dailymotion, oder YouTube, oder Vimeo, oder was auch immer. All diese Plattformen, allesamt, sind im Grunde, im Endeffekt Eigentum des Antichristen. Inter mirifica, Miranda prosos. Ja? Es ist das Geburtsrecht der römisch-katholischen Kirche, um all diese Medien zu besitzen. Natürlich schicken sie hier und da mal Juden an die erste Stelle, weil die römisch-katholische Kirche hasst die Juden von Anfang an. Kann man vielleicht auch mal ein Video drum machen, warum das so ist. Das verstehen vielleicht einige nicht. Dann werde ich das gerne mal erklären. Mit Tom Fress in der Bibelstudie haben wir da letztens nochmal drüber geschnackt. Und ich werde auch mal sehen, ob ich das Video in Angriff nehme von 2. Thessaloniker Kapitel 2 in Deutsch. Weil Tom hat mich gestern darauf angesprochen, dass wir jetzt in der nächsten Zeit das mal in Angriff nehmen können. Er hat wohl ein bisschen Zeit dafür. Und ja, wie es mit meiner Zeit aussieht, ich habe im Augenblick noch sehr viel in diesem System zu arbeiten, um noch Weine auszuliefern und so vor den, zwischen Anführungszeichen, Feiertagen, Weihnachten und diesen ganzen Quatsch, dass ich im Augenblick da weniger Zeit zu habe, aber boah, in 10 Tagen, also in 20 Tagen werde ich das wohl auch haben. So, jetzt habe ich euch lang genug genervt. Ich hoffe, dass ihr Lena gut gesehen habt. Lena, komm mal her. Sag mal guten Tag zu den Menschen. Ne? Sag mal guten Tag. Hallo. Ja, komm mal her. Komm mal her. Ja, sag mal guten Tag zu den Leuten. Ne? Hallo. Ja, dann gehen wir noch unseren Spaziergang hier zu Ende. Schön durch den Matsch. In ein paar Stunden ist wahrscheinlich vom Schnee nichts mehr zu sehen. Deswegen wollte ich euch das mal zeigen, wollte das mal rausbringen. Wollte ein bisschen mit euch reden. Einfach mal so frei und unbekümmert, frisch, voller Leber weg. Und ich werde heute Nachmittag die nächste Lesung in Englisch machen oder sonst irgendwas studieren. Ach ja, ich habe da ein Buch gekauft in Englisch über Katholiken und die deutsche und die Geschichte der Deutschen von 1866 bis 1871. Ja, leider kann man sich diese deutsche Geschichte nur in Englisch reinziehen. Ich habe mir das Buch bestellt. Sehr interessant. Sehr interessant. Natürlich habe ich das gemacht, weil da ein Bezug drin ist zu 1866, die 1260 Tage, die ja von der Sieben-Tags-Adventistenkirche immer nur von einer Richtung gelehrt werden, anstatt sich mal in mehrere Daten zu vertiefen. Aber gut, damit ist jetzt Schluss. Knapp 20 Minuten erreicht. Danke fürs Zuhören, fürs Zuschauen und vergesst nicht, euch zu abonnieren auf meinen zweiten Kanal, Joggers War und Disinfo.
mache ich auch hier am Schluss des Videos mit rein, dass ihr den Kanal sehen könnt und euch darauf abonnieren könnt. Da sind auch schon viele deutsche Videos bis jetzt hochgeladen, aber ich habe das sehr stiefmütterlich behandelt, weil da kaum Zuschauer drauf kommen. Aber ist halt ein Ausweichkanal. Naja, gut, also, soweit war es das. Wo ist denn die Lena jetzt? Seht ihr die irgendwo? Ach, da! Da ist sie. Ne? Hey, Lena! Ja, hier, sagen wir guten Tag. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören, Zuschauen und Kommentieren. Und euch noch einen schönen Tag und ja, bis zum nächsten Sabbat, das letzte Kapitel von Alle Wege führen nach Rom. Tschüss.